Vielen Dank für Ihre Teilnahme heute. Und heute ist unsere dritte Sitzung des Indo-Iranisch-Kurses. Wir haben in der letzten zwei Sitzungen ganz allgemein über das Indo-Iranisch und auch über Vedisch gesprochen. Und letztes Mal haben wir einen Überblick über die vedische Literatur gemacht. Das heißt, es gibt eigentlich vier Kategorien, da nennen wir vier Veda. Und unter den vier Veda lesen wir Rig Veda dieses Semester. Und das ist für die Sprachwissenschaftler auch das Wichtigste. Okay, und dann Rig Veda lesen wir eigentlich Samhita. Lesen wir eigentlich Samhita-Text. Ja, okay. Und Samhita heißt zusammengesetzt Texte oder Sache und so weiter. Und das besteht aus über 1000 Hymnen. Und dann jede Hymnos hat verschiedene Strophen. Okay. Ja, und heute machen wir weiter. Indo-Iranisch. Wir haben eigentlich für Indo-Iranisch insgesamt sechs Sitzungen geplant. Und für die sechs Sitzungen werden wir ein paar Strophen lesen, ja, aus dem vierten Mantra. Aber bevor wir mit der Lektüre anfangen, schauen wir mal zuerst die Grammatik. Okay, dann beginnen wir zuerst mit Grammatik und dann Lektüre. Okay, und Lektüre von 411, was Sie vielleicht früher mit Hilfe einer Website schon ein bisschen vorbereitet haben. Und diese Website heißt Veda Web. Ich glaube, wir haben Veda Web. Ich glaube, wir haben früher schon gesehen, oder? Ja. Indologie. Veda Web. Moment. Ja, das ist dieser Seite. Ja. Okay, ja, Sie haben hier und dann wählen Sie hier vierte Mandala und 1.1. Dann sind wir zu dieser Seite gekommen. Das ist die Strophe vedische Wörter mit Akzent. Ja, das ist eigentlich einer der wichtigsten Unterschiede zwischen vedisch und klassischem Sanskrit. Das heißt, vedische Texte sind normalerweise akzentuiert. Oder Texte auf vedisch. Ja, das ist, man muss eigentlich von der zwei Begriffe unterscheiden. Das ist, eine heißt vedische Texte und zweite heißt Texte auf vedisch. Okay? Das heißt, es gibt eigentlich viele zahlreiche vedische Texte und die gehören zur vedischen Literatur. Aber nicht alle vedische Texte auf Vedisch geschrieben. Ja, okay. Und Vedisch ist eine archaische Stufe des Altindisch oder Indo-Arisch nennen wir. Okay. Das heißt, wir haben auch ein paar andere Begriffe. Heißt Altindisch. Und Altindisch ist ungefähr wie Sanskrit in einer, wir haben sagen, in einer breiten Sinne. Okay. Altindisch ist, ich möchte, wie schreibt man das? Das heißt, das heißt, Altindisch ist quasi wie Sanskrit, kann man so verstehen, ja. Okay.
Und dann haben wir Indo-Arisch, ja? Indo-Arisch. Das ist quasi auch gleich wie dieser. Okay. Moment. Ja. Okay. Die drei sind quasi Synonyme. Aber eine wichtige Sache. Das ist für die Indogermanisten besonders häufig verwendet. Und die Indologen, wenn Sie zum Beispiel Sanskrit bei Frau Huppe oder andere aus der Fakultät Indologie, wird dieser Brief ganz selten verwendet. Okay? Vielleicht, natürlich, das häufigste ist Sanskrit. Okay? Und dann kommt der Begriff Altindisch. Ja? Und Indo-Arisch ist eigentlich für die Indogermanisten, für die Sprachwissenschaftler häufiger verwendet. Okay. Ja, das ist eigentlich ein paar Begriffe. Und dann unter Altindisch, das heißt Altindisch, kann man so machen. Moment, ja. Das heißt, besteht aus Vedisch. Moment. Und klassische Sanskrit. Okay. Klassische Sanskrit. Ja, das ist quasi so. Altindisch versteht man eigentlich als Vedisch plus klassisches Sanskrit. Okay, das ist, ja, natürlich kann man auch so, so schreiben Sanskrit. Und Sanskrit versteht man als Vedisch und klassisches Sanskrit. Und so, ja. Ungefähr so. Okay, und dann nochmal vedische Texte oder Texte auf Vedisch oder die vedische Wörter haben normalerweise Akzente. Ja, das ist normalerweise akzentuiert. Aber manche Wörter haben keinen Akzent, weil das ist, es gibt verschiedene Gründe, zum Beispiel für die Verben, zum Beispiel dieses Verb. Heißt Yajate. Und Yajate bedeutet, sehen hier, das ist die genaue Erklärung. Und Yajate ist zweite Person Plural aus der Imperativ. Okay? Und das ist normalerweise nicht akzentuiert. Das ist ein Imperativ. Okay? Und dann noch finden Sie hier, das ist Injunktiv. Schauen Sie hier. Ja. Und dieser hat auch keine Akzente, weil das ist im Hauptsatz. Ja. Das heißt in Sanskrit oder in nicht nur vedische, sondern klassisches Sanskrit auch. Wir haben eigentlich Hauptsatz, okay, und Nebensatz. Ja, okay. Und die Verben im Hauptsatz haben keinen Akzent. Okay. Und die Verben im Nebensatz sind normalerweise akzentuiert. Das heißt, Verben ohne Akzent. Das ist im Hauptsatz. Okay. Und im Nebensatz Verben mit Akzent. Okay, das ist eine wichtige Punkte. Ja. Okay. Das ist so. Ja. Man versteht auch, das ist Imperativ. Das ist quasi wie auch wie ein Hauptsatz. Ja. Deswegen, das ist nicht akzentuiert. Okay. Ja, das ist auch so. Ja. Ja. Ja, man kann auch sagen, das ist bei Inch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich früher schon erklärt. Und es gibt verschiedene Modus in Indisch oder in Sanskrit, in Altindisch, in Vedisch auch. Ja. Was Sie früher vielleicht bei Latein-Kurs oder bei Griechisch-Kurs schon
schon gesehen, ja. Das heißt, wir haben Indikativ, das heißt Modus, wir haben Indikativ, wir haben Konjunktiv, ja. Und Konjunktiv haben wir auch in Deutsch, ja. In Deutsch haben wir auch Konjunktiv, okay. Und dann Optativ, ja, okay. Und dann Imperativ. Das ist die normale ja, Kategorien, was sie bei Griechisch, bei Latein auch haben. Okay? Aber wir haben noch eine sehr wichtige Kategorie, heißt Induktiv. Das ist sehr wichtig. Ich werde später erklären, was Induktiv bedeutet. Okay? Das ist, zuerst wollen Sie nur wissen, dass Induktiv eine Kategorie von Modus ist. Das ist ähnlich wie vergleichbar mit Indikativ, Konjunktiv und Optativ und Imperativ. Das ist ein Modus. Okay. Ja, das ist für die Lektüre. Dann benutzen wir später diese VedaWeb. Okay. Und dann auch die Übersetzung. Okay. Und jetzt schauen wir mal zuerst die Grammatik. Okay. Und Grammatik haben wir letztes Mal ein bisschen über die Phonologie gesprochen, über die Laute, was wir früher in diesem Buch heißt. Ja, das ist eigentlich ein sehr wichtiges Buch, was Sie später für andere Sprachfamilien auch konsultieren, auch benutzen kann, ja. Benutzen können, ja. Handbuch, ja, Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics. Und es gibt drei Bände, alle Sprachfamilien, indogermanische Sprachfamilien, werden behandelt. Und am Anfang finden Sie eigentlich ganz allgemeine Sache zu menschlichen Sprachen, ja. Okay, zum Beispiel, es gibt auch ein Kapitel über Semitisch, ja, und auch über Uralisch, ja, Uralik und kaukasische Sprache haben wir auch hier und Afrikanisch und Austronesisch und so weiter. Ja, und auch Australien, ja, das ist ganz allgemeine über allgemein über die Sprachwissenschaft. Okay. Und dann kommt die indogermanische Abteilung. Ja. Okay, zuerst anatolisch und dann indisch. Okay, deswegen Sie sehen, indisch ist eigentlich sehr wichtig. Ich zeige euch dieser INRAD-Verzeichnis. Das ist ganz allgemeiner. Und dann zuerst kommt Anatolien. Ja, anatolisch. Und dann kommt indisch. Und dann kommt iranisch. Okay, warum ist das? Weil das ist natürlich nicht alphabetisch, oder? Weil natürlich A steht am Anfang, aber nach A erwarten wir vielleicht eine B, zum Beispiel eine Bautoslawisch, Bautik, ja. Aber kommt Indisch und dann nach Indisch haben wir Iranisch und danach haben wir Griechisch. Warum haben wir so eine solche Abteilung? Weil, genau was ich letztes Mal erklärt habe, Indo-Iranisch, diese Sprachfamilie ist für uns eigentlich sehr, sehr wichtig für die Rekonstruktion, für das Verständnis der indogermanische Sprachen und für die Erklärung der anderen Sprache. Das ist sehr wichtig. Und ich habe euch letztes Mal auch gezeigt, dass wir eigentlich die Indogermanisten haben versucht, die Spaltung, die Entwicklung zu rekonstruieren. Und dieses Diagramm haben wir früher vielleicht schon gesehen. Das ist aus dem Buch von Don Rinch. Okay? Das heißt, am Anfang haben wir eine Proto-Indo-European oder Ur-Indo-Germanisch und dann spaltet die anatolische Zweig von dieser Ur-Indo-Germanischen
Sprache. Okay? Und da haben wir eine sogenannte Nuclear Indo-European. Und danach ist Tocharisch ja, ausgegangen. Okay? Spartet. Okay, und dann kommen wir eine sogenannte Core Indo-European. Okay, und dann von dieser Core Indo-European sind Italisch und Keltisch ausgegangen. Das heißt, Italisch und Keltisch sind eigentlich eigenartig, oder kann man so sagen. Sie haben manche Sonderentwicklung verglichen mit der sogenannten Central IE. Okay? Und Central IE sind eigentlich die aller übrigen. Ich meine, alle übrigen gut bezeugte Sprachen. Wir haben eigentlich ein paar sogenannte, ist das Kümmersprache, oder? Das heißt, sehr wenige bezeugte Sprache. Zum Beispiel Venedig und auch Phrygisch. Aber Phrygisch natürlich gehört zu Anatolien, ja. Und sonst auch Mazedonisch und ja, Trümmersprache, ja, zum Beispiel. Ja, vielen Dank, ja, Trümmersprache. Das ist sehr fragmentarisch und sehr wenig bezeugte Sprache. Okay, und dann, ja, ich schreibe hier, ja, Trümmer. Ja, das ist, und für Central IE haben wir Indo-Iranisch und Griechisch und Baltoslawisch und so weiter. Ja. Okay, ja, danke. Okay. Ja, und dann diese, wie kommen da, diese Family Tree oder sogenannte Cladistic Tree, kann man eigentlich, das heißt, das ist nicht, wie kann man sagen, das ist auf gute Evidenz rekonstruiert. Und wie kann man diese Family Tree bekommen? Das kann man eigentlich durch quantitative Methode gewinnen. Ja, und hier ist es ein Aufsatz von Don Rinch. Das heißt Indo-European Computational Cladistics. Und in diesem Aufsatz haben Rinch und anderen mit quantitativen Methoden ganz genauer analysiert. Und welche Sprachen sind noch enger verwandt miteinander und welche Sprachen teilen gemeinsame Entwicklungen und welche Sprachen sind sehr entfernt auseinander und so weiter. Okay, und das Ergebnis können wir eigentlich kurz anschauen. Ja, auch hier das eine, das ist die Information zur Chronologie. Und anatolisch mit Hittite, Luwien und Lycien oder Hethitisch, Luwisch und Lykisch, ja, das ist hier in Keilschriftart. Und kann man bis 1400 vor Christus datieren, okay? Und dann kommt Indo-Iranisch, okay? Und mit Alt-Indisch, ja, Old-Indic, Early Vedic und dann Avestisch und dann Alt-Persisch. Und das ist ungefähr 1000 Jahre vor Christus, ja. Das ist 1000 vor Christus. Und man kann, manche Wissenschaftler haben noch ein bisschen früher datiert. Das finden Sie hier in diesem Buch. Ja, okay. Das heißt, the oldest forms are preserved in the language of Rig Veda. Das ist ungefähr 12 Jahrhundert vor Christus. Ja, manche Leute haben sogar 1500 vor Christus angesetzt, vermutet. Das ist ja ungefähr so, ja. Okay. Okay, und dann kommt Griechisch.
Griechisch die spätere, das heißt earliest date, reasonably well attested. Und was bedeutet das? Das heißt, wir haben schriftliche Bezeugung. Homerische, ja, das heißt, Ideas und Odyssee sind natürlich schon seit Antike bekannt, aber früher war die beiden Epen eigentlich mündlicher überliefert. Wir haben keine festen Texte dafür. Und deswegen für Griechisch, für diese sogenannte Earliest Date Reasonably Well Attested, haben wir ungefähr 500 vor Christus angesetzt. Und die Verschriftlichung der homerischen Epen haben wir eigentlich für 800 vor Christus vermutet. Okay? Ja, und das ist genau wie diese indische Sprache. Okay. Okay, und dann die germanische Sprache sind eigentlich ziemlich spät, zum Beispiel Althochdeutsch. Das ist 900 nach Christus. Ja, das ist spät. Und dann Tocharisch auch. Tocharisch ist ungefähr, weil hier das ist eigentlich falsch, weil die früheste tocharische Sprache Sprache Kopocha oder Kopus kann man 5. oder 6. Jahrhundert nach Christus datieren. Ja. Ja, hier, das ist eigentlich nicht genau. Okay. Und dann, ich zeige euch, wie das, wir machen das. Ja. Das heißt, das ist eigentlich die Entwicklung. Und das ist eigentlich one of the best trees with Germanic omitted. Ja, okay, das ist eigentlich one of the best. Ja, das ist die momentan schon akzeptiert. Okay, zuerst Anatolisch und dann Tocharisch und dann das ist Keltisch, Italisch, Italo-Keltisch, ja, hier und dann Griechisch, Armenisch und dann danach. Baltoslawisch und Indo-Iranisch. Das heißt, das ist die beiden Zweige, nämlich Baltoslawisch und Indo-Iranisch, sind gleichzeitig ungefähr gespaltet. Okay, ja. Und dann, was ist diese quantitative Methode? Ich zeige euch zuerst dieses Bild und das ist, ich weiß, einfach sieht am ersten Blick, das sieht vielleicht unverständlich. Ja, okay, und was bedeutet dieser Matrix of Character States? Das heißt, für die Lautentwicklung, das ist, oder eigentlich nicht nur lautliche, sondern für die Entwicklung, die wichtigsten oder die Kennzeichen der Entwicklung werden zusammengefasst. Das heißt, Moment. Okay, ja, das ist für P, das ist für Phonologie und M steht für Morphologie. Okay, und zuerst können wir vielleicht Phonologie anschauen. Und für die phonologische Entwicklung kann man einige wichtigsten oder wie kann man sagen, Kennzeichen unterscheiden. Zuerst eine wichtige Lautentwicklung, das ist Assimilation. Das heißt, P zusammen mit Q werden zur Doppelchor. Okay? Das ist eigentlich das, die Wörter für 5. Okay? Und für 5, das ist eigentlich anders. Das deutsche Wort 5 entwickelt sich andersrum. Aber für Latein, für Sanskrit, ja, Moment, ja, das ist Sanskrit, heißt Pancha, und deswegen wissen wir, das ist am Anfang eine P und hier, das ist eine
Vela, okay? Aber für Latein, das ist quinque, ja? Und hier haben wir zweimal qu, ja? Das ist quasi die Entwicklung in Latein von p, qu, weil Anfang, das ist eine p, das ist Sanskrit, ja? Okay, und das ist Latein, ja? Und das heißt, vom Sanskrit wissen wir, dass Anfang eine P. Aber in Latein haben wir eine K. Ja. Das geht um die Lautentwicklung P, K zu K, K. Ja. Das ist eine Assimilation. Okay. Und dann dritte heißt Rookie Retraction von S. Und hier haben wir eine andere Erklärung, haben wir eine Lautentwicklung, Chor to Gore, okay, und dann Wort anfangen, Anlaut, Je zu E und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, hier werden oder einige wichtige phonologische Entwicklungen zusammengefasst und dann kann man statistisch machen, ja. Okay, für welche Sprache teilen Sie die gemeinsame Lautentwicklung? Ja, okay. Und dann schauen Sie hier für Griechisch und Armenisch und Albanisch. Sie haben gleiche Lautentwicklung für Nummer 1 bis Nummer 11. Okay, das ist eine starke Evidenz, dass Armenisch, Griechisch und Albanisch ähnlich sind. Ja, das ist quasi die Logik und die Methode, quantitative Methode. Okay? Und dann schauen Sie für Vedisch und Avestisch, das ist Vedisch und das ist Avestisch, und dann für die 11 Lautentwicklungen und haben Vedisch und Avestisch dieselben Ergebnisse. Ja, okay. Hier, das ist 1 und hier ist 2, 2, 2 und weiter. Und diese 1, 2 finden sich hier. Was bedeutet 1, 2? Das heißt, für diese Lautentwicklung 1 bedeutet nicht vorhanden. Ja, es gibt keine laut solche Entwicklung. Ja, okay. Und dann zweite heißt vorhanden. Es passiert. Diese Lautentwicklung hat stattgefunden in manche Sprachen, ja, okay. Und dann dritter heißt obscured by merger. Das heißt, das ist eigentlich nicht klar, ob das stattfindet, okay. Und dann vierter heißt keine Evidenz dafür, okay. Ungefähr so. Das heißt, mit dieser Methode kann man wirklich quantitativ beweisen die Lautentwicklung der indogermanischen Tochtersprache. Okay, das ist so. Ja, deswegen, ja, Indisch und Iranisch, das ist ziemlich alt und haben viele Archaismus bewahrt und viele indogermanische Wörter bewahrt. Das ist für uns sehr wichtig. Okay, und wir haben eigentlich letztes Mal über die Phonologie gesprochen. Ja, das ist ja hier, das ist ziemlich einfach. Wir wissen, welche Laute hier. Und dann kommt historische Entwicklung der verschiedenen Laute. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert. Sie müssen eigentlich nicht auswendig lernen. Sie müssen nur vielleicht die ein paar wichtige, nämlich A. Aus A, E, O, aber O nur im bestimmten Kontext. Okay? Und dann noch zwei Quellen, nämlich diese syllabische Resonanten M und N, ja, okay? Das ist so. Ja. Und dann diese I geht zurück auf I und zur intervokalischen Laryngale, ja. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, intervokalisch, schauen Sie hier. Das ist auch ein bisschen, ich glaube, ich muss noch ein bisschen erklären, die Symbole. Ich weiß nicht, ob Sie früher schon aus der Kurs
von Hackstein gesehen. Was bedeutet das? Ja. Okay. Das heißt, man muss so schreiben. Ja. Okay. Das heißt, dieser erste Teil vor dieser Strich bedeutet die Lautentwicklung. Das heißt, Laryngar wird zu I. Okay. Und dann dieser Schrägstrich bedeutet unter der Bedienung. Okay. Das heißt, das bedeutet unter der Bedienung. Okay. Ja, das heißt unter der Bedienung. Unter der Bedienung, das heißt, C ist eine Konsonant und dieser, wie kann man sagen, dieser Strich bezeichnet die Stellung von Laryngar. Ja, die Stellung von was wir untersuchen möchten. Ja, okay. Und dann dieser die Klammer bestimmen die unterschiedliche Bedienungen. Okay? Das heißt entweder. Und diese Klammer bedeutet eigentlich entweder. Okay? Ja, das bedeutet, es ist auch Bedienungen, aber unterschiedlich. Ja, okay. Das heißt, noch unterschiedlich. Oder verschiedene oder mögliche Bedienungen. Ja, mögliche Bedienungen. Ja, okay. Und was bedeutet das dann? Das heißt, Laryngar wird zu I zwischen Konsonanten oder zwischen Konsonanten und Wortende. Okay? Und was ist zwischen Konsonanten und Wortende? Das heißt, wenn Laryngar am Ende steht. Ja, das ist so. Okay. Das heißt, ich kann so schreiben, das vielleicht sieht besser aus. Ja. Das heißt, H wird zu I zwischen Konsonanten oder am Ende steht. Aber am Ende nach Konsonanten. Ja, das ist eigentlich, was hier gemeint. Okay? Ja. Ja, als Sprachwissenschaftler muss man solche Symbole wegfliegen. Ja, muss man solche Symbole auch kennen. Ja. Okay. Okay, ja, das ist eigentlich die wichtigste A und I. Und die andere werden wir vielleicht später genauer anschauen. Ja, okay. Es gibt auch Diphthone und ja, das ist ja, und auch Konsonanten. Konsonanten sind eigentlich ein bisschen schwieriger. Hier, das ist eigentlich ziemlich zu genau oder zu vielleicht am Anfang kompliziert. Deswegen würde ich euch empfehlen, das Buch von Michael Weiss zu benutzen. Okay? Und im Buch von Michael Weiss, es gibt vereinfachte und vielleicht deutliche, vergleichende Darstellung. Summary of Basic Developments of Proto-Indo-European Stops. Okay, Stops. Ja, es gibt auch andere Konsonanten, aber hier, das ist eigentlich Stops. Außer, das heißt, außer Sibilant, außer Liquidar oder außer Resonanten, ja, Nasale und weiter. Ja. Und Nasale sind eigentlich normalerweise stabiler. Okay, dann schauen wir hier, das ist P, B, Br, T, D, Dr und K, G, G, K, G, G, K, G, G. Okay, und dann schauen wir diese Spalte, das ist Ledische. Ja, das ist eigentlich ziemlich, ja, das heißt, Vedisch hat eigentlich die Konsonanten sehr gut bewahrt. Ja, okay, P, Urindogermanisch P wird zu P im Vedisch und Urindogermanisch B wird zu B
in Vedisch, obwohl Urindogermanisch "per" ist ziemlich selten. Ja. Es gibt nicht so viele Wörter mit "per" Konsonant. Okay, und dann "bacher", ja, erscheint als "bacher", ja, okay. Und dann hier müssen Sie noch im Kopf haken. Und man schreibt, ja, okay, und das ist eigentlich ein Konsonant. Das ist nicht die zwei Konsonanten, ja. Das ist eigentlich ein Konsonant, bezeichnet aspirierte B, okay? Und das ist für die Indologe oder normalerweise Indologe oder andere, wie kann man sagen, ja, die Indologe benutzen so, benutzen solche Schreibweise. Aber für die Indogermanisten benutzen wir normalerweise eine hochgestellte H. Schreibt man H hoch, okay? Das ist auch für aspirierte Dental, okay? Schreibt man so, ja, okay. Okay, und dann gibt es Unterschied. Dieser Kir heißt Palatal, wird zu Sch, okay? Und Gir wird zu J. Und Gehör wird zu H, ja. Und K, einfach velare, hat eigentlich zwei Allophone. Wie nennt man diese als Allophon? Okay, das ist Allophon. Ja. Und Allophon bezeichnet, wie kann man sagen, das selber Phoneme, aber in unterschiedliche Kontexte. Das heißt, K vor A oder O oder U bleibt als K. Ich schreibe so. Okay. Das heißt, U in der Germanisch K wird zu K. Schauen Sie, ich benutze diese Schreibweise. K zu Vedisch K unter der Bedingung vor A, U, O, ja. Das ist so. Okay. Das ist, wie kann man sagen, das ist. Ja. Aber ich schreibe nochmal. Wo in der Germanisch K zu Ch vor welcher Vokale? Vor E, I, ja, und so weiter, ja. Und natürlich gibt es auch solche, gibt es auch Diphthonge, okay, ja. Aber ich lasse Diphthonge einfach hier berücksichtigt. Ja, ich nenne hier nur die einfache Konsonanten. Ja. Okay, das ist eigentlich so. Ja. Und natürlich gibt es hier auch diese, wie kann man sagen, Resonanten. Ja. Okay, ja. Man schreibt so. Ja, das heißt, vor palatalisierenden Vokale. Das heißt, E und I, das ist die zwei Vokale können K palatalisieren. Ja. Deswegen K wird zu Ch. Okay. Und diese A, U, O haben keine Palatalisierung. Ja. Verursacht keine Palatalisierung. Ja, deswegen bleibt K einfach so. Ja. Und das ist gleich für G auch. Und G hat zwei Allophone, ja, Allophone, und unter verschiedenen Kontext, ja. Okay. Und im Palatalkontext wird G zu J, aber im Nicht-Palatalkontext G bleibt so, bleibt als G.
Okay. Und dann für ch und ch, das ist auch so. Das heißt, ch ist eigentlich die palatalisierte Version von ch. Okay, das ist so. Und das finden Sie eigentlich auch in Sanskrit. Heißt, es gibt ein Wort, heißt Han, ja, aus töten oder schlagen eigentlich, ja, aus schlagen. Und erste Person Singular, dritte Person Singular heißt Ganti, ja, heißt er schlägt, oder? Er schlägt. Er schlägt, ja. Und dann dritte Person heißt Gnanti. Warum haben wir diesen Unterschied? Wie schlagen? Okay. Und warum haben wir diesen Unterschied? Weil hier die zwei sind Allophone. Und diese H ist die palatalisierte Version von G. Okay, weil ursprünglich dieser A aus E stammt. Okay, das ist ursprünglich ein E. Und dann E verursacht die Palatalisierung. Okay, das ist so. Aber hier haben wir keine solche Palatalisierung, weil danach kommt eine Konsonant. Ja, okay, das ist ein Konsonant. Und hier, das ist eine Vokal. Und ursprünglich, das ist eine E-Vokal. Okay, deswegen haben wir hier H, aber hier haben wir G. Okay, das ist dieser Unterschied. Okay, und dann Kwa zu Kch, das ist gleich. Das heißt, und Gwa auch, Gwa auch. Das heißt, in Vedisch sind Mela und Labia Vela oder Labio, Entschuldigung, Labio Velare zusammengefallen. Ja. Ja, sie fallen zusammen. Ja, das heißt zusammengefallen. Ja. Okay. Das heißt, man kann eigentlich die Velare und Labiovelare nicht unterscheiden im Vedisch. Okay? Und dann schauen Sie, das ist auch so für Iranisch, für Avestisch auch so. Ja? Weil in Avestisch schauen Sie hier, das ist auch Kütsche oder Kütsche, das ist gleich für K und Kur. Okay. Das ist so, ja. Und unten gibt es eigentlich auch eine Zusammenfassung, glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob das da ist. Ja, hier schauen Sie, hier, das ist eine schematische Darstellung der Entwicklung von Velare in Indo-Iranisch. Das heißt, vom Urindogermanisch, ja, Anfang haben wir natürlich drei Teilungen der Velare, nämlich einfach Velar, Labio-Velar und Palata-Velar. Okay, oder nennen wir einfach Palata. Okay? Und vom Urindogermanisch zu Indo-Iranisch haben wir eine Vereinfachung zuerst. Das heißt, drei Kategorien werden zu zwei, nämlich Einfach-Velar und Palata-Velar fallen zusammen. Okay? Ja, die fallen zusammen und zu einer einfachen G. Ja? Okay? Und danach weiter gespaltet, weil unter unterschiedlicher Kontext. Ja, in verschiedenen Kontexten. Das heißt, dieser K bleibt so vor dieser nicht palatalisierenden Vokale. Und vor palatalisierenden Vokale, like E und I, werden Velar zu Palata.
Okay? Ich hoffe, das ist klar. Okay? Ja. Und das ist eigentlich so, ja. Und hier ist, finde ich, vielleicht einfacher für euch, ja. Weil früher dieser Aufsatz von Kobayashi ist eigentlich zu kompliziert und zu wissenschaftlich. Okay. Okay, das ist eigentlich für lautliche Entwicklung von Konsonanten. Ja, wir haben gerade schon gesehen, das heißt der Konsonanten, ja, welche Laute haben wir in Sanskrit und was ist die Lautentwicklung? Es gibt natürlich auch andere Konsonanten, wie gesagt, like, wie Sibilanten und auch Nasale. Aber wir können nächstes Mal, aber das ist eigentlich gleich, das ist ziemlich einfach. Wir brauchen eigentlich nicht nächstes Mal, wir können jetzt gleich anschauen. Das heißt, diese Laute bleiben normalerweise gut erhalten. Ja. Die Entwicklung ist nicht so stark wie bei der Verschlusslauten, ja, bei den Stops. Ja. Okay. Okay, das ist quasi gleich. Ja. Nur eine Einzelheit. Das heißt, in Vedisch oder in Indo-Iranisch, Indo-Iranisch sind, Ur-Indo-Germanisch R und Ö zusammengefallen. Ja, das heißt wieder zusammen. Und wozu? Zusammen zur zu einem Ö, ja. Okay. Das heißt, man kann eigentlich Ö und R und Ö nicht unterscheiden in Indo-Iranisch. Und ich frage natürlich, ja, es gibt doch Wörter mit R, ja, heißt locker. Ja, und locker bedeutet Wert, oder? Ja, locker bedeutet Wert. Und Sie würden mich fragen, ja, hier haben wir doch eine Ö. Ja, wie kann man das erklären, wenn R und Ö zusammengefallen sind? Okay, das ist eigentlich eine spätere Lautentwicklung. Das stammt aus locker. Und locker heißt scheinen. Das heißt, was bedeutet die Wert? Und die Wert bedeutet, was erscheint. Oder was glänzt, was leuchtet, okay? Das finden Sie im Meyerhofer, okay? Ich zeige euch. Okay, ja, locker bedeutet freier Raum, lichter Raum, Lichtung, Aufhellung und das ist stammt aus Lodge, okay? Ja, obwohl ursprünglich doch mit R. Aber dieser R ist nicht genau wie dieser R. Das heißt, diese Lautentwicklung ist so, kann man so zusammenfassen. Für locker zusammenfassen. Und zuerst natürlich haben wir ein R und dann R wird zu R in Indo-Iranisch. Und Indo-Iranisch schreibt man so. Das steht für Indo-Iranisch, okay? Und dann, das ist, dann weiter wird zu R. Das ist eine solche Lautentwicklung, weil Lodge ist ein gut bezeugter Wurzel, ja? Und es ist verwandt mit dieser Locker. Okay, das ist so. Und dann, warum haben wir solche Entwicklung? Weil in Sanskrit haben wir eigentlich haben wir eigentlich Einfluss von anderen Sprachfamilien, zum Beispiel der dravidischen Sprache, die lokale indische Sprache. Ja. Das ist vielleicht so beeinflusst. Oder vom Mittelindisch beeinflusst. Das ist quasi die Erklärung. Ja. Aber manche Leute möchten eigentlich eine vedische Dialekte oder indoarische Dialekte anschauen. Betrachten, ja. Quasi, das heißt,
Ja, diese laute Entwicklung geht nur für manche Indo-Iranisch und für andere, vielleicht als Dialekteform, gilt vielleicht nicht so. Okay. Aber diese Theorie kann man vielleicht vergessen, ja. Wir bleiben mit dieser Erklärung. Das heißt, zuerst gilt die laute Entwicklung, dass R und R und R und R fallen zusammen, okay? Und da eine zweite Entwicklung, nämlich von indo-iranisch Ö zu vedisch R, okay? Unter der Einfluss von Mittelindisch oder andere Sprachfamilien in Indien, zum Beispiel Dravidischen und weiter. Das ist eigentlich die Erklärung. Okay. Ich hoffe, das ist mindestens klar, oder? Wie gesagt, falls du nicht, dann können Sie nochmal wiederholen mit den Videos. Ja, ich habe alle Sitzungen aufgezeichnet, dann können Sie vielleicht nochmal anschauen. Okay. Ja. Oder Sie können später natürlich auch die Bücher anschauen. Ist heute immer noch so? Was meinen Sie? Ja. Was meinen Sie, ist heute immer noch so? Ja, wir sprechen eigentlich von der Entwicklung, ja. Und das heißt von 2. Jahrhundert, 2000 vor Christus zu 1000 vor Christus. Das ist nicht, das ist keine Entwicklung heute. Das ist eine archaische Sache. Okay. Okay, dann schauen wir vielleicht noch ein bisschen weiter. Ja, das ist quasi die wichtigste Punkte für historische Phonologie. Ja, okay, dann schauen wir heute ein bisschen Morphologie. Das ist für unsere Lektüre sehr wichtig. Dann schauen wir jetzt ein bisschen Morphologie. Morphologie. Okay. Und für Morphologie natürlich zuerst nominale, okay, nominale in Morphologie, okay. Und das geht um die, wie kann man sagen, die Endung der Nomina, okay. Zuerst, das ist eine sehr wichtigste, oder man kann vielleicht sogar das Wichtigste, die wichtigste Kategorie nennen, nämlich dieser thematisch A-Stamm. Okay? Und thematisch habe ich eigentlich letztes Mal schon erklärt. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Wurzel, okay? Eine Wurzel, okay? Und dann wir haben natürlich auch ein Endon, okay? Und dann zwischen Wurzel und Endon, ich meine Nominalwurzel, okay? Und zwischen dieser Wurzel und Endon haben wir, wenn zum Beispiel ein Vokal dazwischen steht, das nennen wir als thematisch. Wenn keine, dann nennen wir eigentlich athematisch, okay? Das ist thematisch. Ne? Okay, das ist thematisch. Okay. Das heißt, zwischen Wurzel und Endon haben wir ein O, das ist thematisch. Und dann dieser O wird zu A in Indisch. Okay. Zum Beispiel, ich glaube, ich kann einfach ein Beispiel nennen, das heißt Ashwa. Okay. Und Ashwa schreibt man so im Wörterbuch mit einem Strich. Okay, das ist sehr wichtig, mit einem Strich. Bedeutet, das ist eine Stamm. Okay. Und dann Entschuldigung, Nominativ Plural, nee, Nominativ Singular heißt Aschwas. Okay, das ist Nominativ Singular, heißt, das ist Pferd. Ja. Das ist Pferd. Okay. Und dann das Nominativ Singular heißt Aschwas, dann können wir analysieren. Und dies können Sie als eine Wurzel, ja, okay. Und diese Wurzel ist nicht verbal Wurzel.
Das nennen wir eigentlich eine Wurzel, weil das ist eine Basis. Okay? Man kann vielleicht hier auch eine Basis benutzen. Ja. Okay, Basis. Okay? Und diese Basis plus eine O, das ist Stamm. Okay? Und diese zusammen nennen wir es ein Stamm. Das ist ein Stamm. Okay? Eine Basis plus eine thematisch. Plus eine Thema-Vokal, das ist eine Stamm. Und natürlich für athematisch, okay, was bedeutet athematisch? Okay, athematisch heißt Basis. Und das ist so. Okay, und was ist athematisch? Athematisch heißt hier gibt es nichts. Okay, schauen wir, hier gibt es nichts. Und das ist athematisch. Und dann für athematisch, was ist dieser Stamm? Das ist dieser Stamm. Okay. Stamm. Okay. Und natürlich, das ist eigentlich Zero, nichts. Ja, Sie können eigentlich so machen. Ja. Ich möchte nur zum Vergleich ein bisschen hervorheben. Ja, das ist dieser Unterschied. Okay. Schauen Sie, das ist ein Nicht-Zeichen. Das ist nicht O. Es gibt einen Strich dadurch. Okay? Muss man ein bisschen. Ja. Okay. Okay, ja. Und dann für Ashwa, für das Pferdwort, das ist ein thematischer Stamm, weil wir zwischen. Bei S ist Endung und Ashwa ist eigentlich diese Basis, dann können Sie die Basis nennen und dann diese A inzwischen ist Thema Vokal. Und da S am Ende, okay, oder ich schreibe einfach so. Okay. Und S am Ende, das ist Endung. Okay. Ja. Das kann man so analysieren. Okay. Okay. Deswegen für thematisch A Stamm, okay, heißt Nominativ. Singular, das ist West Singular. Und Nominative Singular heißt us. Okay? Das ist us. Okay. Und woher kommt us? Us kommt aus os. Ja. Ich glaube, bei Phonologie, Entschuldigung, bei Morphologie, ich glaube, wer bietet der Kurs zur Morphologie? Herr Eckert, wer bietet den Kurs zur Morphologie, ist es Herr Neri oder Herr wer? Ich habe vergessen, ja. Oder nicht jedes Semester vielleicht. Ja, ja Sie haben vielleicht bei Morphologie vielleicht schon gelernt, ja. Das ist O-Stamm, ja. Das ist O. O-Stamm in Indogermanisch, Indogermanisch, O-Stamm entspricht, das ist gleich Vedisch A-Stamm, okay, A-Stamm, ja, das ist sehr wichtig, dann, ja, okay, Urindogermanisch O-Stamm entspricht Vedisch A-Stamm, okay. Und dann für Vokativ, das heißt A. Bei ursprünglich, das ist eine E. Okay, und dann für Akkusativ, das ist eine Am. Okay, weil ursprünglich aus O-M, ja. Und dann für Nominativ, Akkusativ, Neutron, das ist gleich. Weil bei Neutra unterscheidet man Nominativ und Akkusativ nicht. Okay, um zu arm. Okay, und dann kommt ein wichtiger Kasus, nämlich Instrumentar. Und Instrumentar
in klassischen Sanskrit, zum Beispiel Ashva heißt nicht, heißt eigentlich Ashvena, oder? Ja, mit einer Ena-Endung, aber im Vedisch, das ist sehr oft ein langes A. Vai geht zurück auf eine E plus eine Laryngar 1. Okay. Das ist ältere. Okay. Ja, natürlich, das ist auch alt, aber das ist von der Nominal-Deklination, von der Nominal, von der Pronomina, von Pronomen entlehnt eigentlich. Ja. Gehört nicht ursprünglich zu A-Stamm. Das ist ursprünglich eine Pronomina-Endung, Enna. Okay? Und da haben wir Dativ, heißt Aya, Aya. Ja, aber diese Aya ist ein bisschen komplizierter zu verstehen. Natürlich können Sie alles auswendig lernen, aber als Sprachwissenschaftler möchten wir eigentlich die Form erklären. Warum haben wir eine solche Form? Und warum haben wir andere Formen bei der anderen Sprache? Okay? Ich erkläre ein bisschen. Für Dativ heißt Aya in Sanskrit, aber bei Avestisch haben wir zwei Varianten. Eine heißt Aya, das ist gleich wie hier Aya, und diese lange A am Ende besagt nichts für die Länge, weil in alt-avestischen Texten werden auslautende Vokale immer gedehnt. Das heißt, am Ende steht immer ein langes Vokal. Das ist bei der Rezitation immer so. Das ist die immer gedehnt. Ja. Wenn Sie zum Beispiel in Indien eine indische traditionelle Rezitation erlebt haben, dann wissen Sie, das kann man lang am Ende. Das ist ja, das ist nicht, das ist unterschiedlich von der normalen Sprechen. Das ist Rezitation. Ja, okay. Ja, deswegen dieser langes A am Ende besagt nichts für die Länge, aber das ist doch ein langes A. Okay, deswegen diese Endung Aya oder Aya ist gleich Sanskrit-Dativ, Aya. Aber haben wir noch eine Endung, heißt Ai, einfach Ai. Ja. Das ist eigentlich archaischer, weil ursprünglich Dativ, O-Stamm-Dativ, kommt aus O plus ein E. Okay. Das finden Sie eigentlich in Griechisch. Ja? Okay, griechische O-Stamm, Hippos, ja, heißt Hippoi. Ja, das ist eigentlich so. Okay. Und da Ablativ, das ist auch archaisch, weil das ist aus O plus ein At. Und wir finden auch ähnliche Formen zum Beispiel in Latein. Ja, okay. Und dann Genitiv, heißt Asia, und Asia stammt aus O plus Sio. Okay? Und es gibt eigentlich noch eine andere Form, heißt Osso, aber Osso eigentlich nicht in Indo-Iranisch, sondern eigentlich in Griechisch und auch in Germanisch. Okay. Okay, und dann Lokativ. Lokativ heißt Oi, O plus I. Deswegen, Sie sehen, die indogermanische Sprache, diese nominale Deklination, ist quasi wie eine agglutinierte Sprache. Nämlich diese O plus eine Kasusendung. Ja. Aber unterschiedlich von der agglutinierten Sprache ist, weil agglutinierte Sprache, die Endungen sind gleich für Plural und Singular. Aber für indogermanische Sprache, das ist für Singular und Plural unterschiedlich. Okay. Aber der Mechanismus ist ähnlich. Das heißt, ein Thema-Vokal O plus ein Endung plus ein Zeichen. Ja. S ist ein Zeichen für Nominativ und M ist ein Zeichen für Akkusativ. Ja, hier.
Und Lokativ, das Zeichen ist eigentlich I. Okay. Das finden Sie auch in Griechisch, dieses kurzes I. Ja. Okay. Und natürlich auch in Latein. Okay. Okay, und dann für Plural, vielleicht schauen wir nur eine davon. Ja. In Plural, Dua ist eigentlich nicht so oft, wir können bei der Gelegenheit anschauen. Aber für Plural, hier, das ist wichtig. Nominativ gleich Vokativ. Und im Maskulin heißt as. Und das as aus O plus eine S. Okay, das heißt, S ist eigentlich diese ursprüngliche Endung für Nominativ Plural. Und O ist Thema-Vokal. Und dann schauen wir ein Fußnote, 16. Und Fußnote 16 heißt, kollektiver Ech was generalized in the Semitic Inflection in Iranian as in Pali. Und vedische, avestische und Pali haben auch so, auch eine hypermarkierte Formel, nämlich Asas. Okay, und dann was ist Asas? Asas ist eigentlich As, diese ursprüngliche Plural-Endung, ja, As, und dann nochmal markiert mit einer As. Okay, das ist eigentlich der Grund, warum haben wir eine Asas. Und Asas, das heißt eine hypermarkierte. Weil As ist eigentlich manchmal kann man nicht wirklich gut erkennen, dass es eine maskulin Plural Nominativ bei anderen Stämmen haben die gleiche Form manchmal. Okay? Und deswegen brauchen wir noch eine, nochmal zu markieren. Ja? Und nochmal mit einem S. Weil S ist ein Kennzeichen für Nominativ Plural. Deswegen nochmal Kennzeichen. Ja. Deswegen, das nennen wir als Hypermarkt. Oder hypermarkiert. Okay, das ist so. Okay. Und ich glaube, das ist genug für heute. Wir werden später noch genauer, noch andere Formen analysieren. Ja, okay. Es gibt andere, ja, wichtiger. Und nicht nur nominale, werden wir auch später verbal Morphologie analysieren. Okay? Und jetzt schauen wir, lesen wir ein bisschen Texte. Okay. Für diese Texte gehen wir, wie gesagt, zu dieser Seite, dieser sogenannte Veda-Web in Uni Köln. Ich vermute, dass Sie alle diese Seite wissen, und falls nicht, dann können Sie einfach jetzt die Seite klicken. Okay, dann lesen wir einfach. Ja, okay, ich lese ein bisschen. Ja, okay. Das heißt, Tvam hi Agne, Sadam it Samanyavach, Deva Sach, Devam Arati, Nierire, Itti. Oder ja, ich lese vielleicht aus dieser. Ja, das ist vielleicht das ist gleich. Okay. Ja. Weil eigentlich, das steht eigentlich nicht sondern ich zeige euch, das ist eigentlich ursprünglich, dass dieser Text heißt A. Okay. Ich muss euch ein bisschen erklären, was hier steht. Ja. Okay. Warum hier? Okay, ich lese vielleicht zu Ende. Okay, iti kratva nierire amartyam jajata martyeshu ha devam adevam janata prachetasam vishvam adevam janata prachetasam. Okay, hier muss ich ein bisschen erklären. Und warum hier steht eine E, aber hier eine A? Okay, weil natürlich ursprünglich, das ist eine E. Das ist eine Plural dritte Person. Aber danach haben wir eine I. Das ist eine Sandhi. Okay? Wir haben eine Sandhi hier. Okay, ich erkläre ein bisschen. Natürlich, ursprünglich haben wir eine Niere.
und mit einem E und danach kommt ein Itchi. Ja, das ist hier getrennt geschrieben, aber in der realen Rezitation werden die Strophen natürlich ohne Pause gesprochen oder rezitiert. Ja. Okay, und dann E vor einer I, das wird zu, und E plus eine I wird zu A plus I. Ja. A plus I. Das ist so, das ist eine Sandhi. Und dieser, man kann sagen, dieser kleine, hochgestellte Hund bedeutet, das ist eine Illusion von dieser ganzen Tag. Das ist nur einfach zu schreiben. Ja. Okay. Ansonsten kann ich natürlich auch so schreiben, aber das ist ein bisschen komplizierter. Dann kann ich einfach diese, Entschuldigung, diese Zeichen benutzen. Ja. Okay. Ja. Okay. Und dann noch etwas. Und hier heißt es Tvam. Und Tvam natürlich verwandt mit dem deutschen Wort Du. Und griechisch auch Tü und Sü. Und den Toharisch heißt der Tuwe. Und das ist ein sehr bekannte indogermanische Wort, Pronomen. Ja? Und das ist Du. Oder hier, das ist eigentlich dich. Ja? Wir können zuerst die Übersetzung anschauen. Ja? Okay, dann schauen wir zuerst die Übersetzung. Und ich erkläre. Ja? Okay. Das heißt, dich, Gerhardo, O Agni, haben die Götter eben immer unter gemeinsamen Eifer als Gott in der Speicherkranz eingesetzt. Okay. Ja, und dich ist Tvam. Okay. Und gerade ist Hi, eine Verstärkung. Ja? Und Agne ist Vokativ von Agni. Ja? Deswegen sagt man O Agni. Okay? Und das ist die Übersetzung von Koto. Sie finden die Übersetzung in unseren Kursmaterialien, nämlich hier. Dieses Buch heißt Rig Veda, das heilige Wissen, 3. bis 5. Liederkreis. Ich habe euch früher den Download-Link, eine Dropbox-Link schon geschickt. Sie können dieses Buch in Dropbox finden. Ja, okay. Ich benutze eigentlich die deutsche Übersetzung von Deutsche von Mikoto, Buch 4. Okay. Dann schauen wir zusammen. Und Agne ist eigentlich ein Vokativ von Agni. Und Saddam ist ein Adverb, bedeutet eben immer. Oder heißt immer eigentlich, heißt immer. Und it ist wiederum eine Partikel, eine Verstärkungspartikel, bedeutet eben. Okay. Und dann kommt ein Attribut, ein Adjektiv, ja, heißt Samanyavo. Und Samanyavo, da schauen Sie hier, das ist aus Samanyo, okay? Ich hoffe, das ist groß genug, oder? Soll ich noch ein bisschen größer machen? Okay, ja, okay, das ist aus Samanyo, okay? Aus Samanyo, und das ist eine Nominativ Plural, Maskulin, okay? Und heißt Avo, Avach, ja? Und dieses Abach wird zu, dieses Ach wird zu O vor einer stimmhaften Konsonanten. Ja. D. Vor D wird dieses Ach zu O. Ja, das ist wiederum Sandhi. Okay? Ich glaube, Sie wissen alle, was Sandhi bedeutet, oder? Ja. Ich schreibe so, weil einige von euch früher keine Erfahrung mit Sanskrit haben. Und Sandhi heißt die lautliche Veränderung. Und wörtlich natürlich heißt es zusammen. Sandhi ursprünglich aus San, Entschuldigung, aus San zusammen. Ja, und die heißt setzen.
heißt ursprünglich zusammensetzen. Ja. Okay, zusammen. Ursprünglich heißt zusammensetzen. Ja. Als ursprünglich zusammensetzen. Und dann bezeichnet die lautliche Veränderung der zusammengesetzten Lauten. Ja. Okay, die Veränderung der zusammengesetzten Lauten. Das heißt ursprünglich, das ist eine Ach, ja, Ach. Und vor einer D wird diese Ach zu O. Das ist Sandi. Okay. Das nennt man Sandi. Und genau wie hier. Okay, und dann Samanyo. Und dann, was bedeutet Samanyo? Samanyo bedeutet, okay, Moment, ich schreibe es nur. Und was bedeutet Samanyo? Ja, und Samanyo ist ein aus Sa plus Manyo. Okay, und Manyo bedeutet Eifer. Okay. Und Manyo aus der Wurzel Man. Man heißt denken oder ja, denken, das ist das Einfachste. Ja. Und Sa heißt zusammen oder gleich. Ja. Okay, heißt gemeinsamer Eifer, aber mit gemeinsamer Eifer. Ja. Ja, das ist ein Attribut, das ist Plural, Nominativ. Und das ist eine Beschreibung von Götter. Und Götter heißt Devaso. Und Devaso ist wiederum aus Devasach. Und die Ach vor De wird zu O. Das ist wiederum Sandi. Und Stamm heißt Deva. Okay? Deva und Devasa ist der Nominativ Plural. Und diese Asach oder Asas ist, was wir gerade gesprochen haben. Das heißt, das ist eine hypermarkierte Form, Nominativ Plural in Asas. Das ist typisch in Vedisch, in Avestisch und auch in Pali. Und Pali ist eine mittelindische Sprache. Okay, ja, das ist so. Und dann Devam. Devam ist Akkusativ Singular, Maskulin von Deva. Und Deva ist Gott. Ja? Deva ist Gott. Und Adati ist Akkusativ Singular und von Adatim. Adatim ist Akkusativ von Adati und Im. Und Im, M ist Akkusativ. Und was bedeutet Adati? Und Adati bedeutet Speichenkranz. Okay? Oder Gesamtheit von Speichen. Ja, das ist ein wichtiger Teil des Wagens. Okay. Und dann kommt ein Verbum. Ja, und das Verbum heißt Niedile. Ja. Ja. Okay, und Niedile. Niedile ist dritte Person Plural aus dem Perfekt von Yir. Ja? Und Yir heißt setzen. Okay, und deswegen übersetzt man als haben eingesetzt. Okay, haben eingesetzt. Niedile. Okay, und da Ichi, Ichi ist eine Partikel für ein Zitat. Normalerweise, was man gesagt hat, was man gedacht hat und weiter. Okay, und deswegen setzt man hier so, übersetzt man es so und in Klammer denkend. Okay, das ist so. Und dann glatt war, okay, ist der Instrumental Singular von Klatu. Und Klatu bedeutet Kraft und besonders Geisteskraft. Okay, und dann kommt wiederum dieser Nierdide. Plural, dritte Person perfekt, das ist gleich wie dieser. Okay, ja. Und danach kommt Amartyam und Amartyam bedeutet unsterblicher, weil ursprünglich aus der Wurzel von Mar. Mar heißt sterben, okay? Von Mar, ja. Und Mar heißt sterben. Und A ist eine Negation.
eine Präfix, Negation. Und tja und tjam ist eine Suffix, heißt der Sterblichen. Ja, okay. Das ist quasi wie, Entschuldigung. Ja, das ist quasi wie Deutsch. Ist eine Negation, eine Präfix wie a, die beiden eigentlich etymologisch verwandt. Ja? Und dann sterb ist der Verb, ist die Wurzel, sterben. Ja? Okay, und dann lich ist ein Suffix. Ja? Und das ist quasi wie tja. Ja? Natürlich nicht etymologisch verwandt. Ja? Tja und lich nicht. Und mal und sterben auch nicht. Ja? Okay, nur diese Negation, Präfix, ist etymologisch verwandt. Okay. Und dann Amatya ist Akkusativ. Schauen Sie hier, Akkusativ Singular. Und dann Yajata ist von der Wurzel Yaj. Und Yaj heißt verehren. Ja? Okay. Oder opfern. Ja. Aber ja, gleich, weil für die in der liquidischen Kontext und zu verehren ist für die Priester ist zu opfern. Ja. Und das Opfer bedeutet, bezeichnet die Verehrung für die Götter. Für die Götter, ja. Okay. Und zweite Person Plural, und weil diese Wurzel Yaj und Ta ist Endung und diese A ist der Thema Vokal. Okay. Und dann Marti Jeshu und aus der Wurzel wiederum Mar heißt sterben und Marti Jeshu ist Lokativ Plural. Okay. Und Stamm heißt Martia, Stamm Martia und Eshu ist die Endung. Okay. Und heißt unter oder ja, in den Sterblichen. Okay. Und A ist eine Postposition, ja. Oder manchmal auch Präposition, ja. Das ist eine bezeichnet unten, ja. Bei oder bei den Sterblichen, unter den Sterblichen. Okay. Und dann nochmal Deva. Deva ist Akkusativ Singular von Devam, das wir ja schon gesehen. Und A, Deva, ist eine Ableitung aus Deva und mit einer Präposition oder Präfix A. Okay. Und was bedeutet das? A, Deva. A heißt gegen oder zu, bei, das heißt zu den Göttern. Okay. Und im Sinne von zu den Göttern fahrend, zu den Göttern gehend. Okay. Und dann Janata ist ähnlich wie Yajata, das ist ein Verb und das ist wiederum zweite Person Plural und von der Wurzel Jan. Okay. Und Jan, eigentlich die Bedeutung, alle Bedeutungen finden Sie hier. Schauen Sie. Deva, was würde Deva? Ich mache das ein bisschen kleiner. Ja. Mache das ein bisschen. Ja. Ja. Ja, schauen Sie hier. Die Bedeutung, Erklärung. Yaj heißt eine Gott verehren. Oh, das ist so ausführlich. Und dann Yaj und dann Jan. Schauen Sie, Jan bedeutet, ja, das ist sehr ausführlich. Das hat eigentlich, und die Information stammt eigentlich aus Glassmann. Ja. Glassmann, ich glaube, Sie haben bestimmt schon gesehen, ja, das ist Glassmann, ja, dann klicken Sie Jan, dann finden Sie die Information, ja. Jan heißt gebären und zeugen, ja, das ist so. Okay, ja, dann schauen wir mal zusammen noch weiter. Und dann nächstes Wort heißt Prachetasam. Und Prachetasam ist Akkusativ Singular von Prachetas. Okay? Und Prachetas heißt aufmerksam. Okay? Heißt aufmerksam. Von Pla
Plan ist wiederum ein Präfix und Cetas. Und Cetas heißt Herz oder Denken und auf Englisch heißt Mind und weiter. Und deswegen bedeutet es aufmerksam. Okay? Und das ist ein Attribut zu Deva. Und danach haben wir eine Vishwan. Okay? Und Vishwan bedeutet jede oder alle. Okay? In Singular bedeutet jede. Ja? Okay. Und jede zu den Göttern fahrend, das ist gleich. Ja? Das ist quasi Wiederholung von dieser. Okay. Ja, ich glaube, das ist die Erklärung. Wir werden nächstes Mal genauer analysieren, warum haben wir hier ein Tva'am. Warum wird hier so geschrieben? Dann schauen Sie hier. Hier haben wir Tvam, ist so geschrieben. Ja? Und warum haben wir hier eine. Ja, warum haben wir hier Tva'am und statt Tvam? Ja. Und welcher ist besser? Ja. Warum haben wir hier eine Tvam? Aber hier schreibt man, oder schreibe ich als Tva'am. Okay, ich werde nächstes Mal erklären. Okay. Und dann auch hier, schauen Sie, hier heißt der Amartyam. Hier steht Amartya. Aber warum im Text, in diesem Text, habe ich so geschrieben? Ja, das ist die zwei, das müssen wir erklären. Ja? Das ist ein langes A und das ist Doppel-A. Okay. Und hier, das ist eine Tja. Okay. Und dann, das ist eine Tja. Okay. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Ich erkläre ein bisschen über die Hausarbeit. Ich weiß, einige von euch werden später Hausarbeit schreiben, Seminararbeit oder Thesenpapier schreiben. Und was sollen sie in der Hausarbeit schreiben? Das heißt, wir lesen ein paar Strophen aus der Rig Veda und aus der Avesta. Okay? Und ich werde euch, es gibt eigentlich 2 Teile. Zuerst ein Hauptteil. Ja. Und in dieser Hauptteil, das ist Seminararbeit. Okay, es gibt eine Hauptteil. Und in dieser Hauptteil bekommen Sie zuerst ein Stoffe. Okay, wir bekommen einen Stoff, ja, wir bekommen eine Litsch. Okay, und dann erklären Sie jedes Wort. Okay, genau wie hier. Aber ich werde euch eine andere Strophe geben, nicht von dieser, nicht was wir schon gelesen haben. Ja. Okay, aber Sie können trotzdem diese Seite benutzen. Ja, das ist ziemlich einfacher. Ja, okay. Ich gebe euch eine vedische Strophe. Okay. Und dann noch eine avestische Strophe. Ja. Avestische Strophe und das gleich. Ja. Erklären Sie bitte jedes Wort. Okay. Und dann schreiben Sie oder einfach so. Ja. Das ist vielleicht, machen wir ein bisschen einfacher. Und für vedische Strophe schreiben Sie die, für jedes Wort, schreiben Sie die avestische Entsprechung. Das heißt, avestische Entsprechung, das ist vielleicht einfach. Avestische Entsprechung jedes vedischen Worts. Ja. Okay. Zum Beispiel, was ist die Entsprechung von Tvam, was ist die Entsprechung von Agni? Fast vorhanden ist. Ja, fast vorhanden. Ja. Bei manchen Wörtern gibt es keine avestische Entsprechung. Okay. Und dann erklären Sie, kommentieren Sie ein bisschen über die Sondenform. Zum Beispiel für diese Vers
Für diese Strophe würden Sie vielleicht erklären, warum hier eine Zwang. Okay, das ist so. Und dann kommentieren Sie auch über diese, kommentieren Sie über die Erklärung. Ja. Schreiben Sie Kommentar zur Übersetzung. Wir haben eigentlich deutsche, englisch und französische Übersetzung. Okay, und das ist natürlich, kommentieren Sie bitte, ja, das heißt, Sie vergleichen zuerst die deutsche und englische Übersetzung und dann kommentieren Sie bitte ein bisschen, welche ist besser und welches Wort ist vielleicht falsch übersetzt oder nicht richtig übersetzt, besonders bei der englischen Übersetzung, ja, okay. Die deutsche Übersetzung ist viel besser als die englische, okay? Und bei der Französisch, falls Sie Französisch können, ja, das ist vielleicht auch erwünscht, dass Sie auch ein bisschen kommentieren können, okay? Und dann, das ist dieser Hauptteil. Und dann noch ein Teil heißt Feedback. Das ist eigentlich nicht benotet. Der Feedback ist eigentlich nicht benotet. Okay, dann schreiben Sie, ich würde gerne wissen von euch, welche Sache finden Sie nützlich und welche nicht so nützlich und welche vielleicht interessant und welche nicht so interessant und für welche brauchen Sie vielleicht eine Vertiefung und so weiter. Das ist, was Sie aus diesem Kurs noch wünschen oder und so weiter. Das ist Feedback. Es gibt zwei Teile. Hauptteil, beschreiben Sie unseren Kursinhalt, erklären Sie die vedische Strophe und vedische Wörter. Und für Feedback beschreiben Sie, wie gesagt, was Sie aus diesem Kurs als nützlicher finden und auch, was Sie vielleicht eine Vertiefung brauchen und so weiter. Ja, okay, das ist alles für heute und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis jetzt. Okay, wir sehen uns dann nächste Woche. Bleiben Sie gesund und wünsche ich euch eine schöne Woche. Okay. Das ist, falls Sie Fragen haben, dann schicken Sie mir einfach Nachricht. Okay, dann Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Bleiben Sie alle gesund. Das ist sehr wichtig, ja. Wichtig. Wichtiger als Seminararbeit, wichtiger als Prüfung, wichtiger als unser Kurs, ja. Bleiben Sie bitte gesund. Okay. Wiedersehen, ja. Okay. Wie gesagt, ich werde später unsere Video in YouTube hochladen. Also Sie können später ja, ein bisschen wiederholen, falls möglich, falls nötig ist. Okay. Okay, dann Wiedersehen. Ja. Bis nächstes Mal.